sich in den nächsten Jahren vieles verschieben im weltweiten Gefüge. Man sieht das zum Beispiel schon am internationalen Währungssystem. Wir werden zu einem multipolaren Währungssystem Schritt für Schritt kommen, in dem auch China zum Beispiel eine größere Rolle spielt, in dem Maße, wie China bereit ist, einen Wechselkurs anzunehmen, der den Fundamentaldaten der eigenen Wirtschaft entspricht. Aber diese Tendenz ist erkennbar und die arbeiten am gemeinsamen Weltwährungssystem, die arbeiten am gemeinsamen Weltwährungssystem, die arbeiten am gemeinsamen Weltwährungssystem, sind unter der französischen Präsidentschaft deutlich vorangekommen. Die arbeiten am gemeinsamen Weltwährungssystem.